Herr Krug, waren Sie selber überrascht, dass Sie in Ihrer 10. Saison für Lok Leipzig auch noch Co-Trainer sein sollen? Also ich habe ja auch mit vielen gerechnet, aber mit dem bestimmt nicht. Das ist alles auch noch ein bisschen sehr surreal, auch dass Heiko Scholz nicht mehr da ist. Und ja, also darauf konnte ja keiner vorbereitet sein vor der Saison. Ja. Wie wurde Ihnen das mitgeteilt oder wie kam es überhaupt dazu? Wir hatten ja Sonntag sowieso ein Frühtraining angesetzt gehabt und da wurde ich dann auf die Geschäftsstelle bestellt und ja, ich war natürlich total überrascht. Also damit habe ich nicht mal ansatzweise gerechnet, dass mit dieser Problematik an mich herangetreten wird. Wie fühlt sich das an als Trainer? Also für mich jetzt erstmal nicht groß anders. Ich bin ja ein spielender Co-Trainer, das heißt, ich mache ganz normal die Trainingseinheiten mit, so wie vorher, und werde lediglich Björn Hoppe in allen Bereichen, wo er denn Hilfe braucht, unterstützen. Wie war denn die Stimmung im Team? Wie wurde denn die Entlassung von oder die Versetzung von Heiko Scholz aufgenommen? Sehr emotional, also hochemotional war es. Viele Spieler hatten Tränen in den Augen gehabt auf jeden Fall, also wo man gesehen hat, dass das eine Riesenbindung zum Trainerteam war, menschlich und fachlich. Und ja, uns beruhigt ein bisschen, dass er auf jeden Fall dem Verein weiter erhalten bleibt und darauf hoffen wir dann auch, ja, auf eine weitere Zusammenarbeit dadurch. Was haben denn die Kollegen gesagt, dass sie jetzt auch noch Co-Trainer sind und nicht nur Kapitän? Ja, natürlich kommen da ein, zwei witzige Sprüche. Was war der witzigste? Das bleibt lieber in der Kabine. Aber an sich, wie gesagt, wird sich da nicht groß viel ändern. Ich werde ganz normal mittrainieren und vorrangig Spieler sein und da nicht groß reinreden ins Training. Also somit wird sich auch Ihre Rolle in der Mannschaft nicht groß ändern, ne? Nein. Es wurde ja vorher schon gefragt, ich weiß nicht, ob man es vielleicht in Worte fassen kann oder nicht, aber wie konnte es überhaupt so weit kommen, dass trotz der engen Bindung zu Herrn Scholz und eigentlich des gut zusammengestellten Kaders, dass dann irgendwie einfach die Ergebnisse nicht gestimmt haben? Ja, wenn wir das gewusst hätten, hätten wir daran gearbeitet. Wenn man sieht, was diese neuen Spieler oder diese neue Umstellung jetzt auf Profi und die alten Spieler, die neuen Spieler, die geholt wurden, was sie geleistet haben vorher und was sie auch imstande waren zu leisten, gerade in der Vorbereitung, da habe ich schon gesagt, ui, also das wird eine Riesensaison von uns. Dann das erste Meuselwitz-Spiel, wo man auch noch nie gewinnen konnte, dann gewinnst du das 3-0. Da waren natürlich riesige Hoffnungen und ja, die wurden dann nicht erfüllt. So ist dann nun mal Profisport eben auch. Und dann musste leider eben Heiko Scholz gehen. Und ja, wie gesagt, hätten wir die Ursachen gefunden, hätten wir natürlich klar daran gearbeitet. Ich denke, das ist vor allem Kopfsache. Ich denke, wir haben ein intaktes Team. Und die Qualität ist auf jeden Fall auch da und die müssen wir jetzt endlich wieder ans Tageslicht bringen. Und wie kommen Sie jetzt aus dem Tief raus? Ja, hoffentlich jetzt mit einem ordentlichen Spiel gegen Tabellenführer, dass wir denen vielleicht erstmal Punkte wegnehmen als erste Mannschaft und dann mit breiter Brust dann vor allem die Heimspiele angehen jetzt. Wie wollen Sie denn den Tabellenführer stürzen? Vor allem, dass wir erstmal wieder Fußball arbeiten und als Einheit auftreten und nicht immer nur ein bisschen Stückwerk, sondern eben ein komplettes geschlossenes Team und dann zeigen, was wir können. Danke fürs Interview, Herr Krug. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, schenkt uns einen Like und kommentiert dieses Video. Um kein Video mehr zu verpassen, abonniert unseren Kanal oder ladet euch einfach die KickTV-App herunter. Vielen Dank fürs Zuschauen.